Und noch einmal ÖVP mit Klaus Lindinger, der jetzt am Wort ist. Herr Präsident, geschätzter Herr Staatssekretär, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich beziehe mich auf den Tagesordnungspunkt 7, wo es um das multilaterale Instrument geht. Dabei führen wir hier Änderungen bei steuerabkommensbezogenen Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnkürzung oder Gewinnverlagerung bei, nach einem einstimmigen oder mehrheitlichen Vorschlag der OECD. Diese Novelle bewirkt eine Erweiterung des Geltungsbereichs dieses sogenannten multilateralen Instruments auf weitere 34 österreichische Doppelbesteuerungsabkommen. Der Kollege Hanger hat schon dementsprechend angeführt. Ziel ist es, dass die Unternehmen dort besteuert werden, wo die Wertschöpfung auch dementsprechend passiert, damit eine faire Besteuerung stattfindet, keine Belastung oder keine zusätzliche Belastung. Das ist wirklich notwendig und keine Belastung, sondern eine Entlastung haben wir in den letzten Jahren auch in noch nie dagewesener Weise in Österreich erfahren, dank der guten Arbeit dieser Bundesregierung bei der Corona-Hilfen, bei den verschiedenen Entlastungspaketen bis hin zu den Teuerungsunterstützungspaketen. Da können wir im Nachhinein mit Sicherheit viel diskutieren, waren die einzelnen Maßnahmen zielgerichtet genau, waren einzelne Maßnahmen zu viel oder zu wenig. Im Nachhinein weiß man es immer besser, das gehört genau analysiert, dass in Zukunft alle Maßnahmen, die gesetzt werden, zielgerichtet auch dementsprechend stattfinden. In Summe müssen wir uns aber anschauen, wie ist Österreich durch diese Krise gekommen und wie steht Österreich jetzt im Nachhinein da. Wenn man sich die Unternehmen anschaut, dann hat man denen unter die Arme gegriffen und versucht, dass sie liquid durch diese Zeit kommen. Viele Arbeitsplätze sind durch die Kurzarbeit gesichert worden, Einnahmenausfälle sind zum Teil abgegolten worden, Familien sind besonders unterstützt worden, wenn ich an den Familienbonus Plus denke, der auf 2000 Euro pro Kind und Jahr erhöht worden ist. Einkommensschwache, vor allem die Pensionisten, sind mit mehrmaligen Einmalzahlungen unterstützt worden und historisch ist auch die Abschaffung der kalten Progression, die wir uns immer wieder vor Augen halten müssen, dass mit dieser Abschaffung der kalten Progression die steuerliche Steuer, die schwindende Steuererhöhung auch dementsprechend nicht durchgeführt wird. Bis hin zu der Strompreisbremse und dem viel diskutierten Wohnkostenzuschuss, wo auch hier beim letzten Tagesordnungspunkt eine Erhöhung stattgefunden hat, ein Beschluss, der mehrheitlich durchgeführt ist, wo ich schon noch anmerken möchte, diese Maßnahme dieses Wohnkostenzuschusses, der wirkt auch wirklich zielgerichtet und unterstützt die breite Masse, die die Unterstützung in Österreich brauchen. Wo steht Österreich aktuell? Rekordzahl an unselbstständig Tätigen und das Wirtschaftswachstum. Man braucht es nur anschauen beim Wirtschaftswachstum im Jahr 2022. Österreich bei einem Wirtschaftswachstum von 4,6%, demgegenüber Deutschland 1,6%. Also das ist schon wirklich herausragend, was die letzten Jahre passiert waren. Da darf man der Bundesregierung und der Kanzler Karl Nehammer dementsprechend gratulieren. Maßnahmen, die den Menschen in Österreich helfen. Wir arbeiten für unser wunderschönes Land und das werden wir auch in der Zukunft tun.